Wie kommen wir denn jetzt an diese Dinger zum Hangeln? Das ist eine sehr gute Frage und das müssen wir jetzt irgendwie rausfinden, vermutlich von dem Dach. Ja, und wenn sie dann rutscht, dann rutscht sie in die Stacheln rein. Und jetzt wird sie wieder aufgespießt. Schade. Was heißt hier schade? Ach so, Ja, ja, die hat's das. verdient. Öfters mal. Die arme Lara. Das kannst du ihr doch nicht wünschen. Ja, man kann da aber was bringen. Ah, dass man vielleicht auf das hohe Haus kommt, oder? Kommt sie aber doch nie im Leben hoch. Na, knapp, aber das bringt doch nichts. Also nach da, nach links brauchen wir nicht mehr. Also es würde höchstens was bringen, um da vorne hochzukommen, aber. Das sind wir doch dann runtergerutscht, weil wir doch in dieses andere Dings da reingegangen sind, oder? Ah, Moment mal, da könnten wir auch noch hin. So, jetzt schön langsam und bitte nicht in die Stacheln rutschen. Das ist so unlogisch. Gott, wenn wir jetzt springen. Ah, das ging noch. Wahrscheinlich soll man hier gar nicht hin. Ja, ne? Aber wir sind halt einfach mal hier. Ah, oha. Sekret? Noch nicht. Ah. Sieht aber danach aus. Könnte eins sein. Oder könnte der Weg zur... Irgendwie sieht, schreit das förmlich nach Falle. Ja, vor allem mit diesen Skelettenköpfen da. Oh, Ach, jetzt sind wir ah! hier. Vielleicht müssen wir einfach nur da drauf. Das wird aber sehr lustig. Ach, hier wäre man auch. Ganz vorsichtig. Bitte nicht brennen, Frau Croft. Ach, da. Ach, möchten Sie nicht brennen, junger Mann? Der ist doch auch gerade aufgeploppt. Ja. Die ploppen hier alle auf. Da gingst du aber gerade auch noch ins Haus rein, oder? Da rechts. Ach nee, da sind wir rausgekommen, oder? Nein. Sollen wir erst in das Haus und dann in die. Ja, aber da sind wir ja rausgekommen. Obwohl, nee, wir sind ja dann gestorben, deswegen. Das kann ja eigentlich gar nicht offen sein. Ah, ja, jetzt habe ich es auch. Ja, okay, das war im letzten Part. Okay, ja. Hast du So, recht. Ja, doch. da hupt einer. Okay. Ja, ich komme gleich. Boah, ey. Diese blöden Idioten. Das gibt doch nichts, ey. Das gibt nichts. Ich hab aber gespeichert, ne? Ja. Okay. Das gibt was. Hab ich ja gesagt. Das war knapp. Und was passiert jetzt hier? Oh. Lara auf dem Grill. Ja, hier wird sie aber nicht speichern. Egal. Einfach speichern. Wir gehen mal wieder hoch. Mit Anlauf wird das vermutlich nichts geben, aber wir probieren. Doch. Oh Gott, hier sind wieder die Stadion-Kreischfallen. Oh, nett, die Dinger, diese. Oh, Nein, was war das? Alter. Und drück uns nicht ins Feuer, wenn's geht. Aber auch nicht in diese Kreischdinger da. Wie das aussieht. Wie sie immer mit denen kuschelt. Oh Gott, was ist auf der anderen Seite? Nichts. Ach so, da war nur das Ding, aber. Ah. Ah, siehst du das? Ja, wenn man da drauf drückt, dann geht die Dinger auf, oder was? Dann, ja, dann Oder wird man dann da bestimmt verbrutzelt brennen. sie. Sollen wir das mal gerade zeigen? Ja, komm. Ist zwar blöd jetzt zu speichern, aber komm, machen wir trotzdem, weil das vermute ich nämlich sehr stark, dass man hier direkt brennt. Ja, boah, ist das fies. Es war so klar. Das ist echt fies. Aber die Fallen sind auch nicht wesentlich unfieser. Ich meine, das war jetzt offensichtlich, also. Oh je, was ist Gott, das diese ist Ding? wieder was mit Timing, was ich wieder nicht habe. Wo fangt ihr an? Ich Ach sag dir, ja. Warner, du rennst einfach. Na, das Problem wird sein, du siehst es verzögert. Hahaha. Ja, ne? Geht doch. Ach, weißt du, wo wir gleich wieder rauskommen? Nee. Bestimmt an der einen Stelle, wo man so nicht hochkam. Oder auch nicht. Aber was bringt Du das? meintest diesen Stein da, ne? Ja.
Was haben wir jetzt damit gemacht mit diesem Ding? Ja, ich glaube, wir müssen doch den anderen Schalter betätigen. Haben wir Aber den nee, jetzt? das ist doch nur. Haben wir den nicht betätigt eben? Dann ging doch das auf, oder nicht? Ja, nee, das mit dem Feuer, aber das macht ja nur das Feuer. Mehr macht er Naja, nicht, da glaube sind ich. ja zwei Schalter. Den einen haben wir gemacht, oder? Ja. Okay. Ja, vielleicht hat sich ja doch irgendwas getan. Also anderes gibt's ja jetzt hier nicht oder Nee. so. Boah, das ist aber auch gemein, dass man sich hier so verletzt. Ja, wir können jetzt höchstens ins Wasser gehen. Und wie man die Fallen halt immer noch hört. Hat sich da was geöffnet? Sieht nicht so aus, doch. Doch, ist offen. Das ist doch toll. Ist denn hier jetzt noch etwas? Ja, ein Kroko. Bitte nicht Also fressen, nicht fressen. ich erschrecke mehr vor deinen hier, anstatt von einem Kroko. Lara, würdest du es bitte erschießen? Es ist direkt unter dir. Bitte. Ja, dann Das lass es. ist halt unnötig, ne? Lara ist tierfreundlich. Tierfreundlicher als wir. Boah, ey, diese Viecher. Aber wo sind wir jetzt schon wieder? Ach, Brücke. Ah, da Okay. oben sind wir jetzt. Und was bringt das uns? Ich traue dieser Brücke nicht. Okay, sie hält. Das ist nicht wie in Xena, wo du da schnell rüberrennen musst. Ah, das kann man doch bestimmt ziehen, schieben, irgendwas. Oder auch nicht. Ach komm Sieht aber schon. dann sehr komisch aus. Nee, sie will nicht. Ah. Okay. Was soll das hier? Irgendwie hatte ich auch gerade Angst, dass sie runterfällt. Ich störe hoffentlich nicht. Sie bluten doch nicht etwa? Oder suchen Sie eine Toilette? Nein und nochmals nein. Gut, gut. Ich will bloß keine fliegenumschwirrten Besucher hier drin haben. Klar, ich verstehe. Was ist geschehen? Bin im Dschungel aufgewacht, als einer dieser kleinen Typen sich an meinem Beinsaat aß. Ein Stammesmitglied? Es wäre ungewöhnlich, dass Sie das Fleisch direkt vom Knochen abnagen. Tja, es war dunkel und ich habe den Kerl nicht erwischt. Sicher bin ich also nicht. Im Dschungel ist irgendetwas Gruseliges. Unser Flugzeug ist oben in den Bergen zerschellt. Nacht für Nacht verschwanden einige meiner Leute spurlos. Andere flohen in Panik. Und dann ist das passiert. Also brachte ich das restliche Team an die Küste in Sicherheit, nur um von dieser gierigen Meute gefangen zu werden. Als eine Art Opfer an ihren Gott, der in den Bergen haust. Obwohl ich offenbar nicht zum Grillfest eingeladen wurde. Vielleicht sind Sie aber der Nachtisch. Reifes Fleisch gilt hier als Delikatesse. Wirklich? Hören Sie, wir müssen Sie herausbringen. Wissen Sie, wie der Stamm den Sumpf überquert und auf welche Steine die Leute treten? Schon, aber ich bleibe hier. Mit der Wunde wäre ich eine wandelnde Tankstelle für jedes infizierte Insekt weit und breit. Dann wäre ich noch lieber der Hauptgang beim großen Fest. Wenn meine Männer da drin noch am Leben sind, führen Sie sie zur Nordküste, ja? Fort von hier. Natürlich. Oh je, der arme Mann wird entweder der Hauptgang oder der Nachtisch. Das sah sehr eklig aus. Und der. Ist der verblutet jetzt? Nee, nee, der hat sich nur schlafen gelegt. Der hat Ach Lara so. jetzt eine Karte gegeben, damit sie den Sumpf überqueren Das kann. sah aus wie Stroh. Ja, ne, irgendwie komisch auf jeden Fall. Wer muss denn jetzt eigentlich vorlesen? Ich, ne? Ja. Also, die benötigte Zeit für das Küstendorf. 1 Stunde, 10 Minuten und 10 Sekunden. Gefundene Secrets 2 von 3. Besiegte Gegner 22. Verbrauchte Munition 776. Treffer 702. Benutzte Medipacks 4,0. Und zurückgelegte Entfernung 3. Kann das sein? Sieht aus wie eine 3, ne? Ja. 3,24 Kilometer. Ist auch schön, dass ich jetzt die Klappe halte, obwohl wir eigentlich weiterspielen müssen, weil der Part ist ja gar nicht zu Ende. Ja, wir müssen weitermachen, ne? So geht das ja nicht Ja. hier. Ach so, wir starten jetzt direkt bei ihm und sind in einem neuen Abschnitt wahrscheinlich, also Level eher gesagt. Das nennt sich der Mann mit Absturz. Der Mann, mit der den Absturz hatte, genau, die Absturzstelle.
Können wir ihn noch mal... Also er lebt auf jeden Fall noch. Er zittert vor sich hin. Können wir ihn erlösen? Nein. Das war aber irgendwie gerade ein bisschen Zufall, ne? Ich sag da so, der Mann mit dem Absturz. Und dann kommt da Absturzstelle. Als ob du das mit dem Absturz noch nicht gelesen hättest. Hab ich echt nicht. Ja, komm. Ist so. Ich hab eine Verzögerung. Also er meint im... Ich hab eine Verzögerung in mein Gehirn. Nein. Sollen wir da nochmal versuchen rüberzuspringen? Das bringt wahrscheinlich nichts, weil das der Abschnitt zum letzten Level war. Das wird nichts. Das ist die Absturzstelle. Da stürzen wir ab. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach ja, wir haben ja eine Karte von dem guten Mann gekriegt. Sumpfkarte. Oh. Ach du Scheiße, ja, weil so überqueren die Eingeborenen den Sumpf. Naja. Das ist ja sehr pixelig. Also die Karte soll uns jetzt von hier irgendwie helfen. Und diese grünen Dinger werden wohl der Weg sein. Also die haben ja wahrscheinlich da angefangen, ne? Nochmal gucken bitte. Ne, die haben direkt das vordere genommen. Das und dann da erst. Das ist doch Quatsch. Naja, das wird jetzt, weil man die Karte ja so gut versteht, viel Try and Error. Aber gut. Nee. Wetten aber wir sterben. Wetten wir sterben. Ja. Tschüss, Lara. Tschüss. Aber jetzt wirklich diese Absturzstelle. Ich habe das nicht gelesen. Naja, dann glaube ich dir das mal. Also das Ding war dann schon mal verkehrt. Aber du musst doch in der Mitte anfangen. Stand doch da. War doch auf der Karte eingezeichnet. Also meines Erachtens musst du in der Mitte anfangen. So wie ich das lese, ist das aber... Ah ja, gut, du hast recht, okay. Ja. Ja, ist gut. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Ach, ihr seid aber gemein, seid ihr aber. Bitte nochmal, Spejon. Aber die Karte hätte man auch irgendwie einblenden können oben oder so. Ja, also hätte. Also die ganze Zeit in die Inventar. In das Inventar ist ein bisschen doof. Aber das wird zu weit gewesen. Ach, doch nicht. Okay, wir gucken doch jetzt besser immer auf die Karte. Dann nach jetzt links. Nach links. Ja. Links, dann rechts, dann rechts, dann Mitte, dann welches? Rechts. Welches? Das vordere oder das hintere? Das vordere. Also das. Ja. Okay. Irgendwie glaube ich das nicht, aber gut. Ich werde recht haben. Nein. Bist du nicht. Du bist ja gar nicht richtig drauf. Oh Mann. Guck mal. Geht das auch nochmal zurück? Ach nee, doch nicht, schade. Das war lustig. Bitte nicht zu weit. Danke. Wir nehmen das. Ja, und das ist auch falsch. Nein. Oh. Haha. Bitte nochmal auf die Karte. Ja, das ist ja dann klar, wo wir jetzt hin müssen. Ja, auf das. Ja, das ist eigentlich nur ein umgekehrtes S, kannst du dir denken. So weit kann ich nicht denken. Bitte nicht versinken, Frau Croft. So, jetzt müssen wir nach. Ja. Ha, lalalala. Und jetzt nach da rechts. Nach dort. Genau. Oh Gott. Hui. Okay. Jetzt nach dort? Nach da. Ja. Wenn das falsch ist. Das ist nicht falsch. Oh. Dann nach jetzt da. Jetzt nach da. Okay. Wenn der Nico das sagt, dann gut. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht, deswegen gibt's ja die Karte. Ja, nee. Das hilft jetzt viel. Also, ich würde mal sagen links. Du sagst links, okay. Denn das ist ein umgekehrtes S. Das ist halt so, weil es so ist. Oh, du hast recht gehabt. Oh. Und da kommt man raus, aber das könnte eine Falle sein.
Egal. Gucken wir nach. Das ist eine Falle. Nein. Oh. Aber es ist kein Secret. Doch. Es hat wieder die Lügen gemacht. Ich wollte gerade fragen, wie viele Secrets gibt es denn hier überhaupt in dem Level? Gucken wir nach. 3. Oh, ich echt, da haben wir schon mal. Übrigens kann man auch Secrets aufholen in einem Level für das andere. Also dann gibt es dann in einem schon mal 4 Secrets anstatt 3 und dann kann man damit ein verlorenes aufholen. Aber dafür haben wir, glaube ich, schon zu viele verpasst. Okay. Also es gibt immer mehr, als wie überhaupt da steht. Richtig.